Auch der rote Milan aus dem Sohnwald liebt diesen Blick. Raubritter. Rosenstolz. Rheinromantik. Das ist die Burg Sohneck. Was wir hier heute erleben, verdanken wir dem Romantiker auf dem Thron, König Friedrich Wilhelm IV. Mit seinen drei Brüdern wollte er sich hier im Jahre 1842 den Traum von einem Jagdschloss verwirklichen. Er war ein Liebhaber des Tales. Auf den Ruinen der alten Burg ließ er die Sohneck erbauen. Genießen freilich konnte er all das nicht mehr. Unter anderem die Revolution von 1848 kam dazwischen. Gejagt wird hier heute noch. Allerdings friedvoll und zeitgemäß. Und immer wieder der Blick ins Tal. Im Norden erspähen wir den Weinort Bacherach und die Burg Stahleck. Von dort kommt auch so mancher Wanderer, denn nicht nur der Rheinburgenweg führt direkt zur Sohneck. Das Eintreten gereicht zum Höhepunkt einer jeden Tour. Schon im Jahre 1010 wurde die ursprüngliche Burg erbaut. Sie sollte Zolleinnahmen sichern. Circa 250 Jahre läuft die Sache, doch dann die Herren von Hohenfels ziehen als Vögte auf der Sohneck ein und damit kriminelle Machenschaften. Überfälle, Geiselnahmen, Raubzüge. Mehrfach wurde die Burg Sohneck zerstört und immer wieder aufgebaut. Heute ist es ein überaus friedlicher Ort, an dem Geschichte lebendig wird. Denn auch im Inneren der Burg gibt es viel zu entdecken. Gemälde, Skulpturen und Möbel vom Feinsten. Hier könnte eben noch der König gewesen sein. Die Dinge machen vieles begreifbar. Und wie im Märchen der Rosengarten auf der heimeligen Sohneck. Sieh, wie sie leuchtet, wie sie üppig steht, die Rose, welch satter Duft zu dir hinüberweht. Nach allen Eindrücken dürfen wir in der Burgschenke die Seele baumeln lassen. Die Burg Sohneck ist eine Einladung, ist eine Reise, ist eine Entdeckung, die so viel Lust auf mehr macht.